Das hier ist Gras. Wie Gras? Schlecht, ja. Minderwertig. Probier's auch Gras? Gras würde ich auch. Okay, wir probieren jetzt weiter. Okay, Leute. Ich nehme ja normalerweise kein Gras, aber heute mal ausnahmsweise. Guten Tag, wenn ich euch wegen heute essen mit. Bis gleich. Dina steht unten. Dina steht vor der Tür? Dann sind wir genau pünktlich. Oh mein Gott, wir standen hier gerade vor dem Freddy Schilling Burger Restaurant. Aber es war nicht genug Platz, aber jetzt ein Wink des Himmels und wir haben noch nette Zuschauer getroffen. Hallo! Hallo! Und wir haben noch YouTuber getroffen. Hallo! Hallo! Ich bin kein YouTuber. Hallo! Ja, will ich dir was sagen? Hey! Okay, der Tisch ist jetzt doch wieder besetzt. Leider hat sich da jemand dran gesetzt. Das heißt, wir müssen vielleicht auf keinen Fall sitzen. Nee, wir müssen auch anders essen gehen. Wir haben alle unsere Longboards dabei, deswegen gehen wir jetzt einfach woanders essen, bis du leuchtest. So, wir sind auf der Partymeile in Köln und gehen jetzt zu einem Restaurant da vorne hin. Wir mussten ja leider... Es ist nicht viel los, weil es ist Montagabend. Ja. Montagabend, man merkt schon, die Straßen sind voll. Oh, was geht da? Ist das ein Jedelboy? Ja, das ist ein Was denn? Jedelboy. Ist jetzt mein neuer Name. Ja? Ich mach ein Shirt mit einem Y drauf. Jedelboy. Wir sind jetzt bei Taco Factory. Ich hoffe, hier gibt es was Veganes, aber es sieht schon mal geil aus. So, wir haben jetzt endlich was zu essen gefunden. Ich habe mir sogar zwei Burritos gegönnt. Was denn? Als ob du dir zwei genommen hast. Ja, natürlich. Hab ich gemacht. Was ist das? Ist da zweimal dasselbe drin? Nee, zwei verschiedene und beide vegan. Voll geil. Also, wie heißt das hier? Bay Area. Bay Area Burrito Company, beides. Echt cool. Und was habt ihr? Ihr habt keine Burritos, ihr habt so Naked Burritos, heißt das. Das heißt, der Inhalt von dem Burrito in der Schale. Ja, das sieht dann so aus. Und die beiden Boys haben Chips. Simon wollte sich auch noch zusätzlich zu den zwei Burritos noch Chips holen, also noch Nachos und Dip. Da hat der Chefkoch noch gesagt, ja, wenn du das machst, dann bist du schon gut. So. Ich bin auf jeden Fall ein hungriger Boy, deswegen öffne ich jetzt mal hier den Taco. Als ob er jetzt ein Unpacking-Video macht. Okay, Leute, gleich mal rein. Wie ist es? Naked finde ich ganz schwer. Ja, das Schlimmste ist, also der größte Fehler, den wir immer gemacht haben, war die Sour Cream. Boah, mega lecker. Ja. Das ist der Stamm. Boah. Das ist ein Burrito, weil die so kalt ist. Das Fleisch ist halt so warm. Ja, dann mach ich kaputt. Ja. Echt? Also echt nicht schlecht. Wie schmeckt's euch? Sehr, sehr gut. Aber du magst den schwarzen Bohnen nicht so gerne, habe ich schon gehört. Ja, das stimmt. Aber es gibt auch zwei verschiedene Bohnensorten. Das nächste Mal dann die anderen, ne? Ja. Danke. Danke, dass du es mir erklärt. Du hast einen Salat? Sieht fast so aus. So, wir haben aufgegessen. Ich habe sogar meine beiden Burritos, nee, Tacos? Nee, weißt du, was Burritos. Das sind Burritos tatsächlich. Okay, habe ich es aufgegessen? Die anderen sind auch schon fertig? Nee, Radl hast du mal wieder nicht aufgegessen. Jetzt. Und wer von euch hat die jetzt dabei gehabt? Ich habe die mitgebracht. Willst du was dazu erzählen? Und zwar, ich arbeite bei der Harry Potter Exhibition hier in Köln. Und da verkaufen wir diese Bohnen und ich dachte, ich nehme mal eine Packung mit und wir machen uns einen Spaß draus. Gib mal kurz. Die unter euch, die Harry Potter kennen, kennen die vielleicht. Das sind diese Bohnen, die nach Kotze und Popel und so schmecken. Und es gibt ja verschiedene lustige Geschmacksrichtungen. Ich würde gerne Gras und Dreck mal probieren. Wie sieht denn Gras und Dreck aus? Das hier ist Gras. Gras? Ja. Probier's auch Gras? Gras würde ich auch. Okay, wir probieren jetzt weiter. Okay, Leute. Ich nehme ja normalerweise kein Gras, aber heute mal ausnahmsweise. Hä? Hey. Die schmecken nicht nach Gras, oder? Mhm. Ich finde jetzt aber auch überhaupt nicht eklig. Ist ja auch nicht eklig. Dreck ist auch nicht eklig. Schmeckt halt nach Gras. War es wirklich Gras? Schmeckt nicht nach Gras. Das hat irgendwie süß geschmeckt. Ja. Also die schmecken alle trotzdem süß? Ja. Achso, die schmecken alle trotzdem süß, aber noch mit dem Grasgeschmack. Okay, das war mir jetzt ein bisschen zu mild, dann probiere ich nochmal Dreck. Mal Dreck. Probier mal das hier. Was ist das? Probier es einfach. Guck nicht drauf. Na, nee, Seife. Nee, ich will erstmal Dreck probieren. Ich will erstmal die Natur zurückholen. Ist das zweimal Dreck? Ja, Dirt. Es ist dieses Braune mit den Punkten. Genau. Ist das? Das sieht das richtig eklig aus, Mann. Schmeckt ja, aber nicht. Gönn dir das. Das da? Ja. Okay, jetzt holen wir mal Dreck. Oh, shit, Mann. Okay, guten. Warte, ich nehme auch noch eins. Okay. Ich mach mit. Wenn ich jetzt Würstchen hab, dann verdamm ich euch. Ja, guten Hunger. 3, 2, 1, go. Okay, das schmeckt nach Erde. Ja, das schmeckt richtig nach Erde. Ja. Aber irgendwie cool. Ja,
wenn das Süße durchkommt, ist alles in der Stimme, ja. Boah. Merkt halt so, als hat man sich einfach gerade so frische Blumen einfach in den Mund gestopft, so wie als Kind. Ja, ja, genau das. Ja. Das Geschmack kenne ich in- und auswendig. Warte. Oh, nee, Seife nicht. Nee, doch, auch nicht, was du schon in den Fingern rumgeknetscht hast. Das esse ich auch nicht. Man nimmt sich selber, das ist unhöflich. Ich kenne keine mehr. Ey, da ist Watermelon. Earth? Das ist dunkelgrüner. Achso, Earth Worm? Sicher, das Regenwurm. Es gibt Regenwurm einfach. Ja, das habe ich schon gesehen. Das finde ich ein bisschen eklig. Ist das hier Wassermelone? Ich glaube schon. Black Pepper? Ja. Okay, komm, jetzt trinken. Ich glaube, der wird richtig. Der wird scharf. Okay, und? Probiert einfach. Mach du erst oder danach? Ich erst? Ja, ja, dann kann ich dich filmen und danach mich. Ist ekelhaft? Geht. Schmeckt irgendwie minzig. Ja? Schmeckt so wie. Voll komisch. Ja, wahrscheinlich okay. Mit anderen Teilen. Schmeckt nicht schlimm. Ja. Finde ich. Aber das Problem ist, der Geschmack hält 2 Stunden. Nee. Nee. Also schmeckt irgendwie Pfeffer, aber auch gemischt mit Minze, wie du sagst. Minzpfeffer. Wahrscheinlich wegen den anderen Bohnen, die da noch drin sind. Du Mädchen. Was hast du gegessen? Guck mal in die Hand, was du gegessen hast. Das ist nämlich nochmal das. Ich weiß, was das ist. Verrottete Eier. Du Hurensohn. Boah, das sagt man aber nicht, Ali. Das war aber unanständig. Ist das so? Immerhin, verrottetes Ei schmeckt scheinbar echt gut. So, wir sind hier auf dem Heimweg und es war auf jeden Fall sehr lustig. Die Bohnen waren echt eine coole Erfahrung. Diese Homie Harry Potter Bohnen habe ich noch nie vorher gegessen. Und das Burrito, die Burritos waren auch lecker. Kann auf jeden Fall empfehlen. Wir sehen uns morgen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben sehr freuen. Haut rein, Leute. Und ciao.